Servus und herzlich willkommen zur F1 22, 10 Jahre Karriere Simulation. Wir sind mittlerweile im vierten Video in diesem Format. Wenn ihr die ersten Videos noch nicht gesehen habt, würde ich euch unbedingt empfehlen, die noch vorher anzuschauen, damit ihr auch wisst, um was es hier geht, wobei das meiste ja doch selbsterklärend ist. Wir simulieren 10 Jahre Formel 1 22, MyTeam-Karriere und sind jetzt gerade hier in der sechsten Saison, im zweiten Durchlauf. Also einmal haben wir das ja komplett schon hinter uns und jetzt hier die sechste Saison im zweiten Durchlauf. Und die ersten fünf Saisons waren recht eindeutig. Verstappen hat viermal in Folge die WM für sich entscheiden können, hat dann das Karriereende verkündet. Und jetzt hat Lando Norris als erster daran angeknüpft und im Ferrari, wo er mittlerweile fährt, den ersten WM-Titel geholt. Wir schauen in die sechste Saison hinein und sehen im Leistungsvergleich direkt, dass es keine Reglementänderung gab und dass die Top-Teams Ferrari, Mercedes, Red Bull und McLaren da eigentlich vorne relativ einsam sind und Alpine immerhin im Laufe der Saison stärker wurde und dann fast aufschließen konnte und jetzt quasi wirklich eine Zweiklassengesellschaft herrscht. Am Ende der Saison im Prinzip Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull und Alpine das Beste, die besten Teams und Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, Aston Martin und Williams da deutlich abgeschlagen und ähnlich gut. Über die gesamte Saison hinweg sollten die also ähnliche Leistungen erzielen, die fünf Underdogs, wie man sie jetzt schon fast bezeichnen muss hier. Schauen wir direkt auf die Ergebnisse und es ist tatsächlich Lando Norris, der zum zweiten Mal in Folge den Titel holen konnte für Ferrari und diesmal war es aber doch sehr, sehr knapp. Liam Lawson wird wieder Vizemeister, wie schon in der fünften Saison, aber Liam Lawson jetzt nur 16 Punkte dahinter mit 407 Punkte. Das ist wirklich eine extrem gute Saison, eine extrem gute Leistung von Liam Lawson. Das sieht auch Valtteri Bottas daneben alt aus. Also das ist tatsächlich ein oder wenigen Free Agents, die hier eine große Überraschung schaffen können, die kurz davor stehen und jetzt in dieser Saison leider ganz, ganz knapp verpasst hat. So, Charles Leclerc dann auf Platz 3 mal wieder, wie fast in jeder Saison. Mick Schumacher dann verbessert im Ferrari auf Platz 4, 289 Punkte. Das ist seine beste Karriereleistung bisher. Das heißt, er scheint sich da an der Seite von Lando Norris doch ein bisschen zu festigen. Valtteri Bottas dann auf der 5, wie gesagt. Esteban Ocon hat dieses Mal die gesamte sechste Saison gefahren. Man glaubt es kaum, nach dem, was wir da in den letzten zwei, drei Saisons erlebt haben, der da im Aufzug war und immer nur eine halbe Saison mitgefahren ist und dann wieder rausgeworfen wurde. 181 Punkte auf dem Konto und damit immer noch mehr als bei beiden Red Bull-Piloten, die sich schwer getan haben in dieser Saison. Albon und Piastri auf 7 und 8. Ricciardo und Daruvala, viele Punkte muss man sagen, deutlich verbessert im Vergleich zur letzten Saison, wo Alpine abgeschlagen war und nur 8 Punkte holen konnte. Daruvala dran an Ricciardo, aber dafür, dass Ricciardo ja doch häufig eher schlecht war in den letzten Saisons, muss man sagen, ist das auf jeden Fall weit hinter dem Potenzial zurückgeblieben, was die beiden Alpines da gezeigt haben. Russell auf der 11, immerhin mit 11 Punkten noch im Haas. Gasly mit 9 Punkten im Alpha Tauri, Zhou Guan Yu immerhin einmal in die Punkte gekommen. Keine Punkte in dieser Saison für Drugovic im Haas, für beide Alfa Romeo, Williams und Aston Martin. Es war wie gesagt eine Zweiklassengesellschaft. Nur die besten Piloten in den Underdog-Teams, nämlich Russell und Gasly, konnten ein paar Mal Punkte holen. Zhou Guan Yu immerhin auch einmal. Für die Konstrukteurs-WM bedeutet das, dass die gute Leistung von Norris und Mick Schumacher zum ersten Mal jetzt zum Titel für Ferrari nach 6 Jahren hier in dieser neuen Formel 1 sozusagen geführt haben. Am Ende waren sie 18 Punkte vor McLaren. McLaren ist zurzeit wirklich unglaublich gut, weil Bottas und Lawson eben richtig gut performen. Diesmal hat die gute Leistung von Schumacher dazu geführt, dass Ferrari da am Ende die Nase vorne hatte. Mercedes dann wieder Dritter, Red Bull weiter Vierter, sehr, sehr abgeschlagen mit der Fahrerpaarung Albon und Piastri. Alpine dann auf der 5 eindeutig wieder mal und ohne Gefahr. Auf Platz 6 dann Haas mit 11 Punkten, eben ganz knapp vor Alfa Tauri mit 10 Punkten und dann Alfa Romeo vor Williams und Aston Martin punktlos. Schauen wir uns die Detailergebnisse dieser Saison an. Es ist am Ende Norris mit den meisten Siegen. 10 an der Zahl, nicht übel. Lawson kommt auf 7 Siege, hat sich verbessert. In der vierten Saison hat er 4 Siege, in der fünften 6 und jetzt hat er schon 7 Siege. Also lieben Lawson, auf den müssen wir wirklich in der Zukunft achten, wenn es hier so weitergeht. Auf Platz 3 dann Charles Leclerc mit 3 Siegen, einer mehr als in den Vorjahren. Dann haben wir
Valtteri Bottas mit 2 Siegen und das war's dann auch schon, was die Siege betrifft. Schumacher leider nicht siegreich gewesen, aber er kommt näher hin. Er hat jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Podiumsplätze, dreimal Zweiter. Also er ist kurz davor, den ersten Sieg einzufahren für Ferrari. Für ihn vor allem, besser gesagt. Und dann haben wir noch ein paar weitere Podiumsplätze. Albon war zweimal auf dem Podium, Ocon nur einmal in der gesamten Saison, aber trotzdem sehr, sehr konstant. Piastri weiter nicht auf dem Podium gelandet, war zweimal Vierter, wenn ich sie richtig sehe, war also knapp, aber hat nicht gereicht für den jungen Australier. Ansonsten gibt es jetzt nicht so super viel hervorzuheben. Die schnellsten Runden, 9-mal Norris, 7-mal Lawson, 4-mal Leclerc, 1-mal Bottas und auch 1-mal Mick Schumacher erfolgreich mit einem Extrapunkt in Spanien. Aber das war's dann auch schon. Die Saison also sehr, sehr dominant, was die Top-Teams betrifft. Keine Podiumsplätze ab Piastri abwärts, also das ist schon ein bisschen schade. Schauen wir gleich auf die Fahrerwechsel, die zur 7. Saison anstehen. Und es gibt ein weiteres Karriereende, was mich persönlich sehr, sehr, was ich sehr schade finde. Es ist tatsächlich George Russell, der jetzt aufhört. Nachdem der ja jetzt viele Jahre im Haas unterwegs war und echt gut performt hat, bekommt er trotzdem keine Chance, wieder bei einem Top-Team zu unterschreiben. Bis jetzt unverständlich, warum Mercedes da auf ihn verzichtet. George Russell jetzt also mit dem Karriereende verlässt die Formel 1 komplett. Ja, und dann gibt es mal wieder das, was die letzten Saisons sich so angebahnt hat, nämlich das Aufzugsspiel, das wilde Aufzugsspiel, Esteban Ocon wieder zu schlecht für Mercedes. Die Saison hat er ausnahmsweise mal komplett bestritten und nicht nur halb, also der war ja schon jetzt 2 halbe und eine ganze Saison bei Mercedes und trotzdem reicht es jetzt wieder nicht aus. Ocon verlässt Mercedes. Außerdem, nach einer Saison und keinen Punkten, weil einfach Aston Martin richtig schlecht ist, Richard Verschoor, auch der muss wieder raus und macht Platz für neue Leute. Außerdem, Felipe Drugovic, auch der muss Haas verlassen. Das heißt, es gibt 4 neue Fahrer. Das ist doch ziemlich überraschend hier zur 7. Saison. Schauen wir mal, was passiert. Es gibt außerdem eine Reglementänderung, auch darauf bin ich sehr gespannt, die Chassisabteilung, vielleicht wirft das ein oder andere Team ein bisschen aus der Bahn, ein bisschen zurück. Schauen wir jetzt aber auf die Fahrerwechsel. Lance Stroll wechselt zu Haas, Alfa Romeo also jetzt mit einem neuen Platz. Dann sehen wir, dass hier ein Neuling kommt, nämlich Guilherme Samaya aus Brasilien. Der wird an der Seite von Stroll für Haas an den Start gehen in der 7. Saison. Ein unbekanntes Bild, also hier mal zur Abwechslung. Was passiert noch? Wir sehen Yuki Tsunoda, der wieder zurückkommt. Der war auf der Reservebank quasi jetzt gesessen und darf jetzt für Alfa Romeo an den Start gehen an der Seite von Theo Pourchaire. Mercedes versucht es mal wieder mit einem kompletten Neuling, nämlich aus Dänemark Christian Lundgaard. Da bin ich mal gespannt, wie viele halbe Saisons quasi er bei Mercedes verbringen wird oder ob Mercedes da weiter einen Fahrerverschleiß hat, der noch nie vorher da gewesen war. Den Platz bei Aston Martin wird Dan Ticktum einnehmen, das heißt Williams wird einen Neuling verpflichten. Naja, nicht ganz, denn Shoguan Yu wechselt zu Williams und macht einen Platz bei Alpha Tauri frei. Da geht Oscar Piastri hin, nachdem er bei Red Bull nicht so ganz erfolgreich war, wird Piastri hier in das Schwester- bzw. Tochterteam verbannt an die Seite von Pierre Gasly. Das heißt, Alex Albon im Red Bull bekommt einen neuen Teamkollegen und das ist tatsächlich Robert Schwarzman, der ja auch schon bei Alpine unterwegs war. Wilde Wechsel mal wieder und wir haben ein paar interessante Fahrerpaarungen. Ich bin gespannt, wie sich das nächste Saison entwickeln wird. Ja, wilde Wechsel, aber einen gibt es tatsächlich noch und der ist tatsächlich komplett unverständlich. Ihr erinnert euch vielleicht an den Vizetitel von Norris bei McLaren in der 2. oder 3. Saison war es im vorigen Video. Dann daraufhin, in der 2. Saison war das tatsächlich, daraufhin ist Norris zu Alpine gewechselt. Ja, schaut euch bitte McLaren an. Wer war nochmal Vizemeister in dieser Saison? Ach ja, genau, Liam Lawson. Ja, Liam Lawson und Theo Pourchaire, Fahrertausch. Was ist denn das schon wieder? Liam Lawson muss jetzt bei Alfa Romeo unterkommen, obwohl er so richtig gut performt hat. Er war auf dem Weg, wirklich hier ein ernsthafter Titelkandidat zu werden. Er war so kurz davor und jetzt bekommt Theo Pourchaire bei McLaren die Chance, nachdem er vor ein paar Saisons bei Mercedes nach einer halben Saison nur 24 Punkte hatte und direkt wieder verbannt wurde, so wie Ocon jetzt die letzten Saisons. Also das ist einfach nur verrückt.
Ja, die siebte Saison, der Einbruch der Chassisabteilung, der hat McLaren am wenigsten getroffen. Das heißt, Bottas und Purcell haben die besten Chancen, hier am Anfang der Saison jetzt mal richtig zu pushen und einen Vorsprung rauszufahren. Denn Ferrari, Red Bull, Mercedes, allesamt und auch Alpine, die haben lange gebraucht, um da wieder dieses Niveau vom Anfang der Saison zu erreichen. Zweiklassengesellschaft am Ende zwar wieder aufrechterhalten, aber bis dahin doch ein langer Weg. Ich bin sehr gespannt, was das für die WM bedeutet. Und natürlich, wie könnte es anders sein, gibt es mal wieder Fahrerwechsel zur Saisonhälfte, nämlich Theo Pourchaire muss wieder gehen. Das war ja klar, hat nicht die Leistung von Liam Lawson gezeigt, war trotzdem richtig gut. Er hatte 189 Punkte nach einer Saisonhälfte. Das ist ja quasi fast auf dem Niveau von Lawson gewesen. Er war, wenn ich mich nicht alles täuscht, das kann ich jetzt leider nicht mehr rückverfolgen, aber ich glaube, er war ungefähr punktgleich mit Valtteri Bottas und wird trotzdem rausgeworfen. Also, es ist einfach nur unglaublich. Auch Jehan Daruvola wird rausgeworfen bei Alpine. Das ist auch nicht ganz verständlich. Der hat ja immerhin 21 Punkte auf dem Konto. Das ist nicht super viel, aber trotzdem unverständlich. Christian Lundgaard rausgeworfen. 73 Punkte bei Mercedes. Auch das ist nicht gut genug. Wohl alle an Leclerc gemessen und jeder, der nicht so gut ist, wird rausgeworfen. Das ist wohl die Devise bei Mercedes. Unglaublich. Jemand, der jetzt seit der zweiten Saison dabei ist, wird seine Chance bei McLaren bekommen, nämlich Dan Ticktum. Der wird die zweite Saisonhälfte bestreiten. Da bin ich mal gespannt, wie gut der da performen wird. Schwartzman verlässt Red Bull und geht zu Aston Martin. Das noch in der Saisonhälfte, in der ersten Saisonhälfte. Der hat aber auch echt wenige Punkte geholt, Robert Schwartzman im Vergleich zu Alex Albon. Und dann kommt aber Esteban Ocon. Esteban Ocon, diesmal aber nicht zu Mercedes als Lückenfüller, sondern zu Red Bull und hat Piastri dort ersetzt. Unglaublich. Ocon die zweite Saisonhälfte jetzt bei Red Bull dabei, nachdem es bei Mercedes nach dem dritten Anlauf nicht geklappt hat. Dann sehen wir Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, der jetzt das Cockpit bei Mercedes bekommt. Was ist denn hier schon wieder los? Es ist unfassbar, was hier passiert. Ocon nicht gut genug, Lawson am Anfang nicht gut genug, Schumacher nicht gut genug, Purcell nicht gut genug. Wer hat denn noch alles bei Mercedes? Latifi jetzt. Ach, meine Güte, unglaublich. Als ob Latifi jetzt hier so gut performen würde wie Leclerc. Er wird sicherlich zur achten Saison wieder gehen, da bin ich mir sicher. Also was Mercedes da treibt, ich habe keine Ahnung. Drugovic, nachdem er ausgesetzt hatte, jetzt eine halbe Saison oder eine Saison, kommt zurück an die Seite von Ricciardo bei Alpine. Und da bin ich schon gespannt drauf. Denn Drugovic hat in den bisherigen Simulationen, auch bei F1 21 schon, echt gute Leistungen gebracht. Bin gespannt, ob der Ricciardo vielleicht sogar schlagen kann. Ja, aber niemand schlagen konnte mal wieder Lando Norris. 448 Punkte, der dritte Titel in Folge. Unglaublich gut. Valtteri Bottas wird Vizemeister, nachdem Lawson nicht mehr bei McLaren ist, sonst wäre es bestimmt Lawson geworden, da bin ich mir sicher. Und Mick Schumacher mit einem großen Erfolg. Dritte in der Fahrer-WM mit wieder 297 Punkten. Ich glaube, das ist genauso viel wie in der Vorsaison. Charles Leclerc in dieser Saison im Mercedes etwas schwächer, wird nur Vierter unter 300 Punkte. Theo Pourchaire nach einer halben Saison immer noch Fünfter in der Fahrer-WM. Das ist unfassbar. Und er wurde rausgeworfen. Also keine Erklärungen dafür. Denn Ticktum hat in einer Saisonhälfte nämlich nur 130 Punkte erzielt. Also war Porsche doch die bessere Wahl. Alex Albon auf der 641 Punkte Red Bull sehr, sehr schlechter diese Saison. Solchen Saison für Red Bull. Nachdem die Piastri rausgeworfen haben und Ocon dazu kam, der hat immerhin 58 Punkte erzielt. Mehr als es Piastri hat, aber trotzdem nicht gut genug. Ricciardo und Drugovic auf 8 und 9. Und Leute, Drugovic hat in einer Saisonhälfte fast so viele Punkte geholt wie Ricciardo in der gesamten Saison. Also Drugovic hier, wie schon gerade angekündigt, wirklich gut unterwegs. Da bin ich gespannt. Lundgaard noch 10., obwohl er nur eine Saisonhälfte bestritten hat. Latifi hat 49 Punkte geholt im Mercedes, immerhin, aber trotzdem weniger als Lundgaard und weniger als Ocon im Vorjahr. Also unfassbar. Pierre Gasly auf Platz 13 dann mit 38 Punkten. Auf 14 Schwartzman, die hat er aber nicht im Aston Martin geholt, die 37 Punkte, sondern noch im Red Bull, also etwas schwächer als Ocon dann in der zweiten Saisonhälfte. Dann sehen wir Daruvola auf 15. Piastri auf Platz 16 hat tatsächlich nur 15 Punkte im Red Bull geholt in einer Saisonhälfte, das ist schon sehr schwach.
Von daher hier der Rauswurf verständlich, dass er jetzt bei AlphaTauri fährt. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob er da welche im AlphaTauri noch geholt hat. Das müssen wir gleich mal noch nachgucken. Stroll dann auf Platz 17, immerhin 10 Punkte für Haas. Und Tsunoda im Alfa Romeo 8 Punkte geholt. Alle anderen bleiben ohne Punkte. Auch Lawson an der Seite von Tsunoda. Das schreit ja fast danach, dass Tsunoda in der nächsten Saison McLaren fahren sollte. Die Konstrukteurs-WM geht an Ferrari zum zweiten Mal in Folge. McLaren wieder nicht stark genug. Vor allem mit diesem Fahreraufzug-Gedönse hier, dass das hier so schlecht wird. Kein Wunder. Am Ende fehlen 49 Punkte. Mick Schumacher hat gut performt. Wenn Porsche geblieben wäre, hätte vielleicht McLaren das Ganze gerockt, beziehungsweise vor allem, wenn Lawson geblieben wäre. Aber gut, ich sag nichts weiter dazu. Mercedes auf Platz 3, vor Red Bull auf Platz 4. Da wurde es nochmal knapp. Alpine hat da ganz schön aufgeholt, wäre fast am Red Bull noch rangekommen. AlphaTauri auf Platz 6 mit 53 Punkten. Ein paar Punkte hat also Piastri auch für AlphaTauri geholt. Haas auf Platz 7 und Alfa Romeo auf Platz 8. Ja, und am Anfang, wenn wir uns die Detailergebnisse angucken, hat das Ganze noch nach einer Saison für Porsche oder Bottas ausgeschaut. Porsche ist zwar zweimal ausgeschieden, hat aber super oft gewonnen, Bottas auch. McLaren war am Anfang der Saison, wie angekündigt, richtig gut und dann ging es abwärts. Norris hat dann, mit Ausnahme vom Ungarn Grand Prix, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rennen in Folge gewonnen, insgesamt 11-mal siegreich. Am Anfang der Saison Stammplatz Nummer 3 quasi gehabt nur. Und dadurch ist am Ende Norris wieder Weltmeister geworden. 5 Siege hat aber Theo Pourchaire geholt in 11 Rennen. Und dann werfen die den raus. Das ist doch nicht zu glauben. Bottas kam nämlich nur auf 4 Siege. Also unglaublich, wirklich unglaublich. 2 Siege in dieser Saison. Endlich Mick Schumacher 2 Siege geholt. Den Premierensieg in Ungarn, nachdem er in Frankreich ausgeschieden war. Und dann noch im letzten Saisonrennen nochmal der Sieg für den jungen Deutschen. Sehr, sehr erfolgreich. Der war in dieser Saison entweder ausgeschieden oder in den Top 6, also richtig gut gefahren. Ansonsten kam Albon immerhin auf 2 Podiumsplätze. Dan Ticktum im McLaren hat es 2-mal auf den 2. Platz geschafft, aber war dann doch deutlich schwächer, als Valtteri Bottas. Keine Podiumsplätze für die Alpine, die waren aber in der 2. Saisonhälfte irre konstant in den Top 7, Top 8 unterwegs. Lundgaard hat das Podium auch 2-mal ganz knapp verpasst in Mercedes. Ocon hat es ja nicht geschafft, da mit den Red Bull aufs Podium zu stellen, aber das war ja auch für Albon sehr, sehr schwer, von daher sehr verständlich. Und Latifis beste Platzierung, immerhin ein 6. Platz in Mercedes. Robert Schwarzman sehen wir hier, wo war der im Red Bull unterwegs? Ja, Saudi-Arabien, 5. Platz und dann nicht mehr allzu gut. Und wenn wir jetzt noch kurz auf Piastri gucken, da schauen wir mal, ja, der hat im Red Bull ja auch nicht gut performt. Beste Platzierung ein 7. Platz und im Alpha Tauri beste Platzierung ein 10. Platz. Also schon eine sehr, sehr schwierige Saison für die eher unerfahrenen Leute, die jetzt auch schon einige Saisons dabei sind. Schauen wir jetzt aber auf die schnellsten Runden. 9-mal Lando Norris, 5-mal Theo Pourchaire, 4-mal Valtteri Bottas, 2-mal Mick Schumacher, 1-mal Esteban Ocon und 1-mal Charles Leclerc. Und das war's dann auch schon mit den besten Runden. Es gibt einen Neuling, nämlich Ocon, der hat es zum ersten Mal, glaube ich, geschafft. Und Pourchaire natürlich auch. Der hat ja auch 5-mal gewonnen. Also es ist unfassbar, dass Pourchaire einfach jetzt rausgeworfen wurde. Ich kapiere es einfach nicht. Der kommt bestimmt wieder zurück. Ich bin sehr gespannt. Was passiert zur 8. Saison? Es wird ein Karriereende geben, ein vielleicht schon lang überfälliges, nämlich Daniel Ricciardo im Alpine. Er hat sich noch durchgebissen, da 7 Saisons, hat jetzt auch zuletzt immer seinen Teamkollegen geschlagen, aber, ja gut, er hat auch ein bisschen mehr, Rennen gefahren als Drugovic jetzt gerade in der 7. Saison. Deshalb doch verständlich die Entscheidung, dass Ricciardo dann irgendwann die Reißleine zieht. Ricciardo wird also die Formel 1 verlassen. Es wird wieder eine Reglementänderung geben, da bin ich mal gespannt. Und Ricciardo wird auch nicht der einzige Fahrer sein, der die Formel 1 verlässt. Tatsächlich habe ich gerade noch Yuki Tsunoda erwähnt, der doch ein toller Nachfolger für Pourchaire gewesen wäre oder jetzt eben für Ticktum. Aber Tsunoda verlässt die Formel 1. Er hat ja auch nur 8 Punkte geholt, Lawson hat keinen geholt. Also völlig verständlich, dass man Tsunoda da rauswirft. Keine Ahnung. Außerdem, Pierre Gasly, einer der wenigen Top-Fahrer, die hier noch die schlechten Autos oft in die Punkte fahren. Auch der muss die Formel 1 verlassen. Ja, eindeutig, Piastri ist da vielversprechender als Gasly.
AlphaTauri, also unglaubliche Wechsel. Diese Karrieresimulation, die macht mich hier noch verrückt. Aber tatsächlich hat Mercedes sich dazu entschieden, Latifi wieder loszuwerden. Auch das keine Überraschung. Der wird aber die Formel 1 gar nicht verlassen. Der bleibt hier. Der wird nämlich zu AlphaTauri wechseln an die Seite von Piastri. Klar, ich meine, Gasly oder Latifi, da würde ich sofort Latifi nehmen. Völlig logisch. Dann sehen wir Mick Schumacher. Warum wechselt denn jetzt Mick Schumacher? Der hat sich jetzt eingegroovt bei Ferrari, hat die ersten beiden Siege erzielt. Vor allem im letzten Saisonrennen und dann werfen die den raus bei Ferrari. Es ist nicht zu fassen. Alpine verpflichtet Mick Schumacher. Ja, gut, ich meine, sicherlich kein schlechtes Team für Mick Schumacher, aber warum bleibt er denn nicht bei dem Top-Team? Es ist unfassbar. Ja, wen könnte Ferrari dafür verpflichten? Ja, das sind bestimmt einige gute Kandidaten am Start. Wie wär's? Ja, mit Lawson vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder wer soll es sein? Ja, am besten Jehan Daruvala. Der wurde ja auch schon wieder rausgeekelt bei Alpine, glaube ich, wo er war. Oder war es Alpine? Ich weiß schon gar nicht mehr. Vor ein, zwei Saisons. Jehan Daruvala jetzt bei Ferrari statt Mick Schumacher. Ja, und nachdem bei McLaren Pure Share doch recht gut war und rausgeworfen wurde, bei Mercedes vor drei, vier Saisons war Pure Share ja auch schon mal und hat nur 24 Punkte in der Saisonhälfte erzielt. Aber Mercedes hat sich gedacht, naja, Pure Share ist doch jetzt reifer geworden. Der hat bei McLaren jetzt eine fünf Saisonsiege geholt. Dann schafft er das doch jetzt bestimmt auch für Mercedes. Pure Share wieder zurück bei einem Top-Team. Es ist einfach nur unfassbar. Ja, und Lundgaard, der war doch letztens bei Mercedes eine halbe Saison beschäftigt, wie die meisten Fahrer. Und ja, Lundgaard kommt jetzt zu Alfa Romeo und ersetzt dort Yuki Tsunoda, der ja eigentlich gut performt hat. Wilde Geschichte. Ja, die achte Saison und wir sehen im Leistungsvergleich wieder die Zweiklassengesellschaft, wo sich aber Alfa Tauri und Alfa Romeo am Ende der Saison dann erst etwas lösen können von Haas, Aston Martin und Williams. Da bin ich mal gespannt. Und am Anfang der Saison ist es vor allem Alpine und Red Bull, die sehr, sehr schwach sind und dann erst zum Ende der Saison besser werden. Bin ich mal gespannt, was das hier mit der WM so macht. Und es gibt natürlich mal wieder Wechsel zur Saisonhälfte. Diesmal bin ich mal so frei und habe euch hier eingeblendet, wie die erste Saisonhälfte verlaufen ist. Und man muss sagen, ich bin positiv überrascht von Jehan Daruvala. Der ist direkt dreimal aufs Podium gefahren in den ersten vier Rennen, ist dreimal Zweiter geworden. Die letzten beiden Rennen waren nur Zehnte, das war tatsächlich dann eine kleine Enttäuschung. Aber Jehan Daruvala auf Platz 4 liegend. Außerdem eine große Überraschung, Dan Ticktum, stärker als Bottas, der hat gleich mal das erste Saisonrennen gewonnen. Also einige Überraschungen, muss man sagen. In der ersten Hälfte dieser Saison. Pure Share ist im Mercedes auch nicht allzu schlecht, ist immerhin einmal Dritter geworden, aber nicht so gut wie Leclerc, lang nicht so gut. Und die beiden Red Bull, die tun sich richtig schwer. Ocon sogar stärker als Albon zur Saisonhälfte. Das ist wirklich richtig spannend und es gibt Wechsel. Deshalb wollte ich euch unbedingt hier mal wieder dieses Bild einblenden. Was glaubt ihr denn, welcher Fahrer könnte nicht zufriedenstellend für das ein oder andere Team gefahren sein? Ich gebe euch die Antwort. Ja, Jehan Daruvala. Ja, ist viermal aufs Podium gefahren, hat 122 Punkte. Klar ist es nur die Hälfte von Norris. Aber ich meine, wer soll denn besser performen? Jehan Daruvala 122 Punkte reicht nicht aus. Daruvala geht. Ja, und es ist tatsächlich Theo Pourchaire, der von Mercedes abgeworben wird und jetzt bei Ferrari fährt. Also Pourchaire hat jetzt auch bei McLaren, Mercedes, Ferrari alles schon durch und ja, darf keine Saison bei einem Team zum Ende fahren. Es ist unglaublich. Die Frage ist, wer kommt zu Mercedes? Und es ist tatsächlich Yuki Tsunoda für die zweite Saisonhälfte. Der kommt wieder zurück, nachdem er ja echt ganz gut war bei Alfa Romeo, muss man sagen. Besser als Lawson. Da bin ich mal gespannt, wie er die zweite Saisonhälfte bei Mercedes verbringen wird. Ja, und was sich schon angebahnt hat, es ist Lando Norris. Der holt sich den vierten Titel in Folge mit wieder über 450 Punkten. Keine Chance für keinen anderen Fahrer daran zu kommen. Charles Leclerc wird mal wieder Vize-Weltmeister, immerhin, aber trotzdem nur mit 281 Punkten. Ein kleiner Lichtblick für Mercedes trotzdem. Theo Pourchaire dann auf Platz 3 im Ferrari. Der hat richtig Gas gegeben. Der hat 229 Punkte in der zweiten Saisonhälfte geholt. Das ist dann doch richtig gut. Na, wobei stimmt ja gar nicht. Was labere ich denn? Der war ja in der ersten Saisonhälfte noch bei Mercedes. Also der hat irgendwie 140 Punkte geholt in der zweiten Saisonhälfte. Nicht schlecht. Auf jeden Fall hat am Ende für Platz 3 gereicht und Red Bull kam zurück. Red Bull war ja richtig schwach in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte haben sie richtig Gas gegeben. Platz 4 und 5 in der Fahrer-WM. Auch hier Lichtblicke.
bei Red Bull, die schon lange raus sind aus dem Meisterschaftskampf. Ocon am Ende ganz, ganz knapp vor Albon. Die beiden sind also sehr, sehr ähnlich in der Performance. Drugovic auf Platz 6 im Alpine. 204 Punkte. Alpine in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner gewesen. Große Enttäuschung, vor allem für McLaren. McLaren nach der ersten Saisonhälfte gut dabei. Dan tickte mit einem Sieg. Bottas auch nicht übel. Am Saisonende beide unter 190 Punkte, aber Tixim schlägt Bottas. Das ist doch eine große Überraschung nach den letzten Saisons. Schumacher auf Platz 9, schlechter als Drugovic, aber 167 Punkte auf dem Konto. Dann haben wir Tsunoda, der hat in der zweiten Saisonhälfte 65 Punkte geholt für Mercedes. Nicht allzu gut, ne? Also er wird bestimmt wieder fliegen. Oscar Piastri im Alfa Tauri mit 10 Punkten, Stroll im Haas mit 6 Punkten, Latifi einmal in die Punkte gekommen im Alfa Tauri und Lundgaard ebenfalls einen Punkt. Auch der schlägt Liam Lawson, der ja so gut bei McLaren war. Ganz kurios. Das bedeutet den dritten WM-Titel in Folge auch für den Konstrukteur für Ferrari 721 Punkte. Durch die super Leistung von Red Bull in der zweiten Saisonhälfte haben die mal wieder den zweiten Platz geholt. Es war aber sehr, sehr eng. Mercedes Dritter. Und dann haben wir noch einen richtig engen Fight gehabt zwischen Alpine und McLaren. Alpine hat es tatsächlich geschafft, mit der neuen Fahrerpaarung Schumacher und Drugovic und einem echt guten Setup und Auto in dieser Saison McLaren zu schlagen. Unglaublich. McLaren, der große Verlierer in dieser Saison, runtergerutscht von Platz 2 auf Platz 5. Das tut schon weh. Alfa Tauri dann auf der 6 vor Haas und Alfa Romeo. Schauen wir noch auf die Detailergebnisse. Lando Norris 11-mal siegreich am Ende der Saison. Nicht übel, der hatte mal so eine Durststrecke zwischendurch, aber trotzdem fast immer auf dem Podium. 3-mal konnte Charles Leclerc gewinnen und dann gab es so viele Siege in dieser Saison. Und das freut mich, dass da einfach ein paar neue Gesichter auch oben dabei sind und dass wir da ein bisschen Abwechslung haben durch das Leistungsvergleichs-Chaos, durch so ein bisschen hier die technischen Entwicklungen, die stattgefunden haben. Es ist nämlich 3-mal Alex Albon, der gewinnen konnte in der zweiten Saisonhälfte, richtig gut. 2-mal auch Esteban Ocon, der hat auch recht gut performt. Außerdem 2-mal Theo Pourchaire im Ferrari, hat direkt das erste Rennen gewonnen im Ferrari in Frankreich, als er den Wechsel gemacht hat, auch nicht übel. Und der erste Sieg, Premierensieg für Dan Ticktum ja eben im ersten Saisonrennen in Bahrain. Und dann ist leider McLaren sehr schwach geworden, konnte dann nur noch auf Platz 8, 8, 9, 10 und so weiter fahren. Ja, schade für Dan Ticktum, der hatte ein gutes Auto und war gar nicht schlecht und hat immerhin am Ende Bottas geschlagen. Schumacher hat es im Alpine immerhin auch 4-mal aufs Podium geschafft. Drugovic war da tatsächlich auch 4-mal, hat gerade noch 3-mal ausgeschaut, aber es waren tatsächlich auch 4-mal. Also gute Saison, wie gesagt, von Alpine. Ansonsten Podiumsplätze einen hat Tsunoda noch geschafft, ansonsten kein anderer Fahrer auf dem Podium. Aber trotzdem ein bisschen mehr Abwechslung, auch was die schnellsten Runden betrifft. 9-mal Norris, 5-mal Albon, 2-mal Leclerc, 2-mal Dan Ticktum, 1-mal Theo Pourchaire, 1-mal Felipe Drugovic und 1-mal Valtteri Bottas in McLaren. Ach, und wen ich noch fast vergessen hätte, Jehan Daruvala, auch wenn er jetzt nicht mehr dabei ist im Fahrerfeld, auch einmal im Ferrari mit der schnellsten Runde. Ach ja, ich kann euch versprechen, es geht witzig weiter. Fahrerwechsel zur 9. Saison. Es wird einfach nicht besser. Es wird nicht aufhören in dieser Simulation. Es ist kurios. Bevor Mercedes es schafft, Yuki Tsunoda rauszuwerfen, weil er nur 60 Punkte ungefähr hatte, entscheidet sich Tsunoda kurzerhand dafür, die Karriere zu beenden, weil die Scham möchte er nicht über sich ergehen lassen. Das heißt, nachdem er eigentlich die ganze Zeit auch mal da war, mal nicht da war, ist es jetzt einfach vorbei für Yuki Tsunoda. Tsunoda verlässt also die Formel 1 komplett. Dann kommen wieder so ein paar leistungsbezogene Wechsel, die man sicherlich sehr gut nachvollziehen kann. Ja, wie wäre es denn mit Theo Pourchaire? Ja, Theo Pourchaire, nicht gut genug für Ferrari, muss schon wieder das Feld räumen. Es ist abnormal. Auch Christian Lundgaard bei Alfa Romeo muss das Feld räumen. Und das war doch mit Tsunoda letztens ähnlich, ne? Lawson 0 Punkte, Tsunoda 8 Punkte. Tsunoda muss gehen. Hier jetzt auch wieder Lundgaard 1 Punkt, Lawson 0 Punkte. Lundgaard muss gehen. Nachdem Dan Ticktum seinen ersten Karrieresieg bei McLaren geholt hat, ist tatsächlich Mercedes auf ihn aufmerksam geworden und verpflichtet ihn. Also Mercedes guckt ja schon immer so ein bisschen auf die Ergebnisse, bevor sie jemanden verpflichten, könnte man meinen. Ticktum jetzt an der Seite von Leclerc. Vielleicht mal jemand, der da wirklich bis zum Karriereende oder bis zur Simulationsende hier nach 10 Saisons bleiben wird. Dann ist die Frage, wen wird sich Ferrari angeln? Wird es endlich mal jemand sein, der konstant gute Ergebnisse einfahren kann?
Ich würde vermuten, ja, denn Ferrari trifft endlich mal eine schlaue Entscheidung. Pierre Gasly kommt zurück, nachdem der auf der Reservebank jetzt saß, nachdem der aus unerkenntlichen Gründen, unerklärlichen Gründen bei AlphaTauri rausgeworfen wurde. Jetzt zurück an der Seite von Norris im Ferrari. Vielleicht kann er da die ersten Karrieresiege holen. Beziehungsweise stimmt nicht, er hat ja schon in der Realität für AlphaTauri gewonnen, aber hier in der Simulation noch nicht. Dann holt sich McLaren wieder ein unbeschriebenes Blatt. Der war eine Saison schon dabei, vor ein paar Saisons bei Aston Martin und nach einer Saison wieder rausgeworfen. Richard Fairshaw, der Holländer, kommt an die Seite von Bottas. Das ist doch auch wieder eine riesen Überraschung, aber ich bin gespannt, wie der da performen wird. Lawson hat ja gezeigt, dass Free Agents in McLaren ganz gut klarkommen oder zumindest Leute, die nicht die Formel-1-Erfahrung haben. Bei Alfa Romeo unterschreibt ein Neuling, nämlich Jack Aitken, ein ganz frisches Gesicht. Ja, so gehen wir in die 9. Saison und es gibt mal wieder Reglementänderungen auch, die habe ich euch gerade verschwiegen und zwar betreffen die Aerodynamik, den Antrieb. Und die Strapazierfähigkeit. Die 9. Saison, also der Leistungsvergleich, da sehen wir die Top-Teams. Die 4 Top-Teams sind quasi an der Spitze angelangt. Da geht nichts mehr nach oben. Und AlphaTauri hat es im Laufe der Saison tatsächlich geschafft, da aufzuschließen. Das ist doch eine große Überraschung. Sorry, zu den Top-Teams gehört ja auch Alpine dazu, muss man sagen. Und Alfa Romeo hat es auch geschafft, da ein bisschen stärker zu werden. Haas, Aston Martin, Williams ganz, ganz schwach. Aber die Top-Teams Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine quasi gleich über die erste Saisonhälfte hinweg. Und AlphaTauri hat da tatsächlich den Anschluss geschafft in der 9. Saison. Die 9. Saison ist eine Saison wie keine andere. Es war bisher wirklich kurios, was passiert ist. Aber das, was jetzt passiert ist, ist mit Abstand das Verrückteste, was man sich nur vorstellen kann. Wir haben einen sehr, sehr, sehr tragischen Fahrerwechsel. Denn ich blende euch mal hier ein, was die erste Saisonhälfte mit sich gebracht hat. Richard Fairshaw, Neuling bei McLaren, hat die erste Saisonhälfte dominiert. Ja, okay, Norris ist nah dran, wie immer im Ferrari, aber Richard Fairshaw mit 210 Punkten auf Platz 1. Der hat dreimal gewonnen, war fast immer auf dem Podium und liegt vor Lando Norris. Richard Fairshaw. Bottas hingegen, ganz weit zurück, hat zwar einmal gewonnen, aber mit nur 95 Punkten richtig schwach. Vielleicht steht der kurz vor dem Karriereende. Aber was bitteschön ist hier denn passiert? Was ist hier los? Richard Fairshaw führt. Sorry, dass ich es hier so dramatisch mache, aber ihr könnt euch denken, was jetzt passiert. Es gibt Fahrerwechsel zur Saisonhälfte. Und es trifft keinen anderen als Richard Fairshaw. Richard Fairshaw wird die Formel 1 bzw. McLaren verlassen, nachdem er die WM anführt zur Saisonhälfte. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Wirklich klasse simuliert, muss man da an der Stelle applaudieren. Und es ist niemand anderes als Theo Pourchaire, der wieder zurückkommt zu McLaren, der da auch nach einer Saisonhälfte, wo er richtig gut war, rausgeworfen wurde. Es ist. Ach, ich kann langsam nicht mehr. Es ist echt anstrengend und total kurios. Die Frage ist, wer kann von diesen kuriosen Wechseln profitieren? Und am Ende ist es tatsächlich eine doch sehr große Überraschung. Es ist Esteban Ocon, der den WM-Titel für sich holt. Esteban Ocon im Red Bull mit 335 Punkten. Diese Saison war mit Abstand die ausgeglichenste zwischen den Top-Fahrern. Red Bull ist zurück an der Spitze und Esteban Ocon holt sich den Titel vor Lando Norris als Vizemeister. Was soll ich da nur sagen? Der Ferrari war in dieser Saison nicht so stark unterwegs und die Red Bulls haben es ausgenutzt. Ocon hat es ausgenutzt und McLaren hat den ersten Fahrer-WM-Titel wieder weggeworfen. Norris war schon Vizemeister in der 2. Saison. Dann wurde Norris rausgeekelt von McLaren. Dann hat es Bottas öfter als Vizemeister geschafft. Pourchaire war gut, alle rausgeekelt bei McLaren. McLaren ist echt verrückt. Die haben zweimal den Konstrukteurstitel geholt und noch keinen Fahrertitel. Was soll man dazu nur sagen? Ich habe ganz vergessen, Lawson zu erwähnen. Der ist dann natürlich auch rausgeekelt worden als Vizemeister. Wahnsinn. Ja, was soll ich sagen? Ocon gewinnt die Formel 1. Albon wird dann Dritter, auch sehr stark im Red Bull, aber Ocon hatte eben die Nase vorne. Gasly war fast so gut wie Norris, dem haben nur 30 Punkte gefehlt und Richard Fairshaw war, ähnlich wie Pourchaire vor ein paar Saisons, Fünfter, nachdem er nur eine Saisonhälfte bestritten hat. Leclerc im Mercedes, schwach unterwegs, nur auf Platz 6, wobei er auch das Beste aus dem Mercedes rausgeholt hat. Drugovic wieder besser als Schumacher mit knapp 200 Punkten auf Platz 7. Pourchaire holt wieder um die 185 Punkte bei McLaren, wie schon in der einen Saisonhälfte, wo er rausgeworfen wurde. Also kurios das Ganze. Mick Schumacher auf der 9 vor Bottas.
Bottas mit dem größten Rückschritt in dieser Saison, aber das lag mitunter auch am etwas schwächeren McLaren. Wobei, was labere ich denn? Es lag überhaupt nicht am schwächeren McLaren. Bottas eben nur Zehnter. Sehr, sehr schwache Saison. Der hat in einer Komplettsaison weniger Punkte geholt als Verschoor und Purcher jeweils in einer halben Saison. Unfassbar. Piastri auf der 11 im Alpha Tauri schlägt Latifi deutlich und Dan Ticktum im Mercedes dann doch enttäuschend. Nur 12. 34 Punkte. Wirklich schlecht. Aitken und Lawson holen beide immerhin einen Punkt für den Alfa Romeo. Lawson jetzt endlich mal einen Punkt geholt, nachdem er da drei Saisons ohne Punkte bei Alfa Romeo gefahren ist. Die beiden Haas ohne Punkte, Williams und Aston Martin ebenfalls. Ja, die Detailergebnisse zeigen, was das in dieser Saison für ein kurioses Hin und Her war. Wir sehen zum Beispiel auch Theo Pourchaire, der in der zweiten Saisonhälfte dann gleich viermal siegreich war. Richtig gut. Bottas, wie gesagt, recht schwach unterwegs, Verschoor in der ersten Hälfte gut und ja, am Ende Ocon hat das Eichhörnchen gespielt, hat am Ende fünfmal gewonnen. Kein Fahrer hat öfter gewonnen diese Saison, das ist dann auch ein neuer Rekord, was die Siegverteilung angeht, im quasi negativen Sinne, aber ist ja schön, wenn es ausgeglichen ist. Also 5 Siege Ocon, 5 Siege auch Albon, insgesamt 10 Siege für Red Bull also, 4 Siege für Pourchaire in der einen Hälfte. Richard Verschoor war sogar nur dreimal als siegreich, ne, in der ersten Hälfte. Lando Norris hat in dieser Saison für Ferrari nur zweimal gewinnen können. Großer und herber Rückschlag für Ferrari. Leclerc hat im Mercedes einmal gewinnen können. Und Pierre Gasly hat es tatsächlich auch geschafft, im Ferrari den einmal ganz nach vorne zu stellen. Außerdem noch Valtteri Bottas, der war in der ersten Saisonhälfte einmal siegreich für McLaren. Die schnellsten Runden waren auch wild verteilt. Viermal Pourchaire, viermal Leclerc, zweimal Ocon, zweimal Albon, zweimal Norris, zweimal Drugovic im Alpine, zweimal Verschoor, einmal Gasly, einmal Bottas, einmal Piastri und einmal Mick Schumacher. Also ganze 11 unterschiedliche Fahrer mit schnellsten Runden. Was ich übrigens völlig vergessen habe zu erwähnen gerade, Red Bull wird natürlich Konstrukteursmeister, nachdem Albon und Ocon so gut performt haben mit 599 Punkten auf Platz 1, dann McLaren auf der 2 mit 552 Punkten, 4 Punkte Vorsprung vor Ferrari. Boah, knappe Nummer, sehr, sehr knappe Nummer, muss man sagen. Da haben die drei Fahrer für McLaren beste Arbeit geleistet, außer eben Bottas, man muss es so sagen, der war nicht so gut in dieser Saison. Ferrari ganz, ganz knapp auf Platz 3. McLaren hat also trotz dieser kuriosen Ergebnisse es wieder geschafft, von Platz 5 auf 2 zurückzukommen. Alpine auf Platz 4 schlägt Mercedes, die in dieser Saison wirklich schlecht unterwegs waren. Alfa Tauri dann auf der 6 vor Alfa Romeo, Haas Williams und Aston Martin. Auf geht's in die letzte, in die 10. Saison. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Bisher haben wir 3 Teams, die Konstrukteurs-WM für sich entscheiden können. Mercedes hat es kein einziges Mal geschafft. Es haben 3 Fahrer bisher geschafft, nämlich Verstappen, Norris und jetzt eben Ocon. Ich bin gespannt, was in der 10. Saison passieren wird. Kein Karriereende, dafür aber mal wieder Fahrerwechsel. Nämlich muss Zhou Guanyu das Feld räumen. Bei Williams war nicht gut genug. Wer muss noch das Feld räumen? Robert Schwarzman bei Aston Martin auch nicht gut genug. Und dann sehen wir Christian Lundgaard, der zu Williams kommt und Zhou Guanyu dort ersetzt. Außerdem sehen wir einen weiteren Neuling, nämlich Enzo Fittipaldi bei Aston Martin, ein weiteres neues Gesicht. Aber das ist tatsächlich das, wie es bleibt. Unglaublich, Pourchaire bleibt, Ticktum bleibt, Ocon bleibt. Keine überraschenden Wechsel, Wahnsinn. Zur 10. Saison gibt es lediglich nochmal ein paar Reglementänderungen und zwar unglaublich viele. Es wird eine Reglementänderung für die Aerodynamik geben, es wird eine Reglementänderung für das Chassis geben und für die Strapazierfähigkeit. Das kann natürlich nochmal alles durcheinander werfen. Ja, wir werden es sehen. Was es aber natürlich wieder geben wird, sind Wechsel zur Saisonhälfte. Enzo Fittipaldi nicht gut genug, der muss das Feld räumen. Aston Martin also mit einem neuen Piloten. Auch der soeben verpflichtete Lundgaard bei Williams muss wieder gehen. Es kommt Zhou Guanyu, der geht wieder zurück zu Williams, nachdem er da gerade rausgeworfen wurde. Und wir sehen Jan Daruvala, der ja doch gut war bei Ferrari letztens, kommt zu Aston Martin zurück. Ja, und ich blende euch gleich das gesamte Ergebnis ein. Ich habe nämlich leider vergessen, dass ich die Detailergebnisse vor dem letzten Rennen fotografieren muss, damit ich die euch zeigen kann. Auch den Leistungsvergleich habe ich völlig vergessen abzufotografieren. Es tut mir voll leid. Wir sehen jetzt leider nur die Fahrerrangliste am Ende der 10. Saison. Aber es ist trotzdem grandios, denn Theo Pourchaire hat es nach diesem ganzen Aufzugs hin und her geschafft. Theo Pourchaire Meister.
Und zwar dominant 489 Punkte vor Lando Norris, der nur 293 Punkte erreichen konnte. Purcher damit mit Abstand der beste Fahrer in dieser Saison, beziehungsweise auch komplett in der ganzen Karriere, denn Purcher hat es das einzige geschafft, so viele Punkte zu holen. Der hat richtig dominiert, sogar noch mehr als Verstappen in den ersten vier Saisons. Pierre Gasly wird Dritter, wieder ähnlich knapp an Norris dran, auf jeden Fall Ferrari da mit einer guten Fahrerpaarung. Bottas, jetzt hat er sich wieder ein bisschen erholt, ist Vierter geworden, aber trotzdem lang nicht so viele Punkte wie Purcher. Esteban Ocon und Albon werden Fünfter und Sechster, die sind wieder sehr ähnlich unterwegs gewesen im Red Bull. Drugovic wieder mal Siebter mit knapp 200 Punkten. Charles Leclerc, ja, der Mercedes, der läuft gar nicht mehr. Leider, hat sich sogar gereimt, Charles Leclerc auf Platz 8 mit nur 158 Punkten. Tiktum auf 11 mit 25, noch deutlich schwächer. Dann haben wir Piastri auf der 9 im Alpha Tauri, recht gut performt, 94 Punkte. Latifi auf Platz 12 nur mit 9 Punkten. Mick Schumacher auf der 10 mit nur 87 Punkten, diesmal deutlich schwächer als der brasilianische Teamkollege Drugovic. Und dann sehen wir auf Platz 13 und 14 noch Lawson und Aitken mit 9 und 5 Punkten. Schade, ich hätte gerne nochmal Lawson in einem Top-Team gesehen, aber so ist das nun mal. Auf Platz 15 und 16 Stroll und Samaya im Haas mit 0 Punkten, genauso 0 Punkte die anderen Fahrer. Sergio Perez hat es bis jetzt ausgehalten im Aston Martin, aber keinen einzigen Punkt mehr erzielt, das ist doch ein wenig schade. Dann sehen wir noch die Konstrukteurs-WM und da hat es am Ende tatsächlich McLaren geschafft, den dritten Titel zu holen und mit Ferrari gleichzuziehen, was die Titel betrifft. 750 Punkte, nachdem Purcher so gut performt hat, Ferrari dann klar Zweiter vor Red Bull. Alpine wieder Vierter, schlägt Mercedes doch deutlich in dieser Saison und Alfa Tauri mit über 100 Punkten immerhin Sechster vor Alfa Romeo. Schauen wir uns noch die Verteilung der Siege an. Purcher 14 Mal siegreich, Norris hat es im Ferrari nur 3-mal geschafft, Alex Albon 2-mal und Esteban Ocon im Red Bull immerhin 1-mal. Außerdem war Pierre Gasly 1-mal siegreich im Ferrari und auch Valtteri Bottas in McLaren, aber keine größeren Überraschungen an der Stelle. Die schnellsten Runden, 5-mal Purcher, 5-mal Gasly, 3-mal Ocon, 3-mal Drugovic im Alpine, 2-mal Albon, 2-mal Leclerc, 1-mal Norris und 1-mal Bottas. Und das war's mit der 10. Saison und mit diesem Simulationsdurchlauf. Ich möchte euch noch kurz das Gesamtergebnis zeigen. 4-mal siegreich waren am Ende Norris und Verstappen, also siegreich im Sinne der WM-Titel. Es wird sicherlich mal noch ein Video geben, wo ich zeige, wer wie viele Siege insgesamt oder im Durchschnitt pro Saison hatte oder ähnliches, dass wir da mal ein kleines Ranking erstellen. Das wollte ich eigentlich schon bei Formel 1 21 machen, aber bei 22, da habe ich jetzt ja gleich von Anfang an immer alle Ergebnisse mit dokumentiert, dass ich das Ganze dann mal statistisch auswerten kann. Wird dann auf jeden Fall auch mal irgendwann kommen. Jetzt geht's aber hier weiter. Auf Platz 2 liegen sozusagen Purcher und Ocon, die sich jeweils einen Fahrertitel teilen. Die 4 siegreichen Fahrer, 3 siegreiche Teams, was die Konstrukteurs-WM betrifft. Ich würde sagen, wir hatten ein bisschen mehr Abwechslung, als wir das im ersten Karrieredurchlauf hatten. Wir hatten unglaublich seltsame und verrückte Fahrerwechsel mit einem Richard Verschoor, der kurz davor war, die Sensation zu schaffen. Jetzt hat es am Ende Theo Purcher geschafft, immerhin. Aber ich sag mal so, Ocon und überhaupt Verschoor, Purcher, Tiktum auch, alle möglichen, die da hoch und runter gewechselt sind, das war einfach nur unglaublich. Und damit war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da und abonniert den Channel, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft mir ungemein und das würde mich soweit unterstützen, dass ich weiter solche Videos produzieren kann. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.